Hallihallo und herzlich willkommen zum First Look von Yooka-Laylee. Und wer es immer noch nichts verstanden hat, das ist im Endeffekt Banjo-Kazooie für die nächste Generation, dass sie das auch kennenlernen. Es ist das gleiche Team dahinter. Alle, die was bei Rare aufgehört haben, sind bei Playtonic eingegangen und haben Yooka-Laylee gemacht. Wurde gekickstartet. Und ja, da ich nur einen Menschen kenne, der Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie auf 100% gespielt hat, sitzt meine Mama neben mir. Hallo zusammen. So, dann schauen wir es uns mal an. Immer vom Cover her, man könnte da richtig fieses Trinkspiel draus machen, aber sowas machen wir natürlich nicht. Immer wenn man was sieht, was an einen Banjo-Kazooie erinnert. Immer à la das Geräusch und das. Okay, jetzt sind wir im Spiel. Erstmal Farbe einmal abgeschmissen, sehr gut. Oh, okay, das ist momentan alles, was er kann. Ich glaube, damit kriegen wir die Truhe nicht auf. Aber vielleicht den Farbeimer. Doppelsprung kann auch. Betonstellen hier oben. Ah, da kann tatsächlich momentan noch gar nichts. Sich ducken und das ist auch nicht besonders reichweitenstark. Lispli. Seltsame Dinge. Genauso Gauner wie der Kazooie. Das war gerade ein Diss gegen Call of Duty und sowas. Da heißt es nämlich automatisch. So, kümmern wir uns mal um die ersten Minions. Aber der hat schon ausgeschaut wie Gru, oder? Okay, das war wohl. Geheimweg. Oder geht man hier? Ah, man kommt außenrum mal hin. Dann gehen wir den normalen Weg, wie das Spiel erstmal will. Das Einzige, was mich bisher ein bisschen stört, ist, dass die Kamera manchmal hängen bleibt. Ja, oh, wie lustig schauen die denn aus? Dann die knuffig.
Nimble. Cloud-basiertes Rennen. Da. Ah, das war wohl ich glaube. Bleib hinter mir. Er rammt nicht. Ah. Hey, wir haben schon wieder 30 Federbananen. Das ist schon wieder lang. Weg vom Topf, seltsamer Dino. Sagt das seltsame Monster. Was haben wir die Konsistenz da wie Mehl? Oh. Ah. Gut, dass wir das falsch gesammelt haben. Oh, der war gemein. Füße lassen wir eigentlich noch. Das schaut doch nicht so falsch aus, oder? Habt ihr da uns einen alten Spielautomaten hingestellt? Tartus Racing. Da ist glaube ich Banjo-Tooie rausgekommen, oder Kazooie. Aber sicher bald wieder hier. Wunder, dass ich kein Ding heute ausgestorben sei. Das war so schön, die Anspielung auf sich selbst. Ja, ich. Schauen wir, was das ist. Rennen über 5 Runden, schnapp die Power-Ups, schieße auf Dinge, erreiche die schnellste Zahl. Fahren, schießen, kriegen wir hin. Ah, das ist ein Micro-Machines-Ding. Ich bin auf 5 Minuten schaffbar, doch 5 Runden offen.
sogar eine. Sei nicht, ist doch mal ein. Okay, das weiß ich nicht. Nimmt das Beste Zeit wieder? Nee, das macht es auch nicht. Ne? Irgendwie ein Boost auch, oder was ist das da oben? Lass mal anzeigen. Turbo! Lass mal aus, lass uns frei wieder eine Bahn. Ah! Ist doch mal ein. Das ist, glaube ich, keine so gute Abkürzung. Oh Mann, oh. So langsam kein Gegner dabei. Geht's nicht Gegner so leicht. Das ist ja gemein. Was soll denn bitte mit umgekehrter Steuerung fahren, Kinder? Auf 5 Minuten ist Gott sei Dank eine lange Zeit. Ah! Du fällst dir jetzt mal. Keine Wahl! Wenn man es kann, fährt man das Ding wahrscheinlich auf 15 Sekunden und so. Okay, ich fall so genau auf meinen Kopf. Weg. Das war gemein. So, dann machen wir ein Wrap-Up hier. Wie findest du es? Du kennst die ganzen alten Banjo-Kazooies und Tooies. Das ist bis jetzt nicht schlecht. Es konnte dort sein, was ich live spielen kann. Ja, ich finde es auch recht gut. Die Kamera hat manchmal so kleine Aussätze, aber hey, das Spiel ist perfekt. So was gibt es einfach nicht. Und von dem her ist es auf jeden Fall ein heißer Tipp. Kostet. Ich glaube 30 Euro sind plus. Hat total viele coole Anspielungen auf sich selbst, auf andere Spiele, auf alles Mögliche. Und von dem her auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und damit sage ich vielen Dank fürs Gucken. Wenn ihr es macht, nicht immer liken und abonnieren. Und so sehen wir uns dann sicher demnächst mal wieder. Von dem her, ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Domi. Vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal bis zum Ende dabei wart. Wenn ihr mögt, lasst doch einen Kommentar da, beziehungsweise wenn ihr Fragen zum Game habt, einfach stellen. Ich versuche alles zu beantworten, so gut ich kann. Hier oben findet ihr das komplette Longplay, nicht nur das kleine Schnipsel, was ich euch hier präsentiert habe, sondern die ganze erste Stunde. Hier unten empfiehlt euch YouTube ein Video, keine Ahnung, was das ist, aber lasst euch überraschen. Und hier in der Mitte haben wir noch einen Orb, da könnt ihr ein Abo da lassen, wenn ihr mögt. Was mich sehr freuen würde. Und in diesem Sinne sehen wir uns nächstes Mal. Ciao, tschüss, euer Domi.